Herr Herles, Sie sind seit den 70er Jahren politischer Journalist. Haben Sie sowas schon mal erlebt? 4,5 Monate keine Regierung, eine öffentliche Schlammschlacht, eine Demontage auch der beiden großen Parteien. Haben Sie Sorge, dass aus dieser Krise, die offensichtlich beide Parteien erfasst hat, auch eine fürs Land werden kann? Ganz im Gegenteil. Ich habe es zwar noch nicht erlebt so, aber ich habe den Machtverlust einige Male erlebt von Bundeskanzlern, von Helmut Kohl, mein erster Kanzler, den ich aus der Nähe kennengelernt habe, der Helmut Schmidt. Der ist ja auch nicht gerade zartfühlend abgesägt worden von Leuten aus seiner eigenen Partei im Wesentlichen, aber auch von der FDP. Nein, aber mich beunruhigt es nicht, sondern im Gegenteil, ich sage jetzt mal provokant, das tut der deutschen Demokratie gut. Mhm. Denn der Streit ist das Wesen der Demokratie und dieser Streit ist systematisch vermieden worden in den Jahren der Merkel-Regentschaft. Man hat nicht mehr die Sachen diskutiert, um die es eigentlich ging. Damit kommt es jetzt nicht weiter durch. Dass das Ganze ein bisschen anarchistisch wird bei der SPD, sei zugegeben. Aber es tut diesem Land gut, dass wieder über die richtigen Sachen diskutiert wird. Und dass man das so tut, dass jeder auch mitbekommt, wo der Einzelne steht. Ja, diese Ununterscheidbarkeit war ja ein Elend. Das lähmte ja dieses Land. Das ist eine Form der Befreiung, was wir jetzt erleben. Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie auch ein bisschen wütend sind, weil der Streit in der letzten Woche ging ja vor allem darum, wer wird was und wer wird was nicht. Das hat viele wütend gemacht, Sie nicht offensichtlich. Ja, ich bin davon nicht überrascht, so geht Politik. Gut. Der Witz ist nur, dass man dem Herrn Schulz, ich bin jetzt wirklich kein SPD-Wähler, muss ich dazu sagen, sonst werde ich missverstanden, Herrn Schulz wirft man vor, dass er wortbrüchig geworden sei, dass es ihm nur um den Job als Außenminister gegangen sei. Bei Frau Merkel ist es doch genauso. Die hatte inhaltlich nichts auf der Pfanne, außer dass sie Kanzlerin bleiben will. Ich drehe zwischen Herrn Schulz und Frau Merkel die Hand nicht um. Also ins offene Messer laufen hat ihn vor allem der Bundespräsident gelassen. Denn der Hauptfehler war am Tag der Wahl, als Schulz aus guten Gründen sagte, die SPD soll nicht mehr in eine Koalition mit der CDU gehen, mhm, und mit der CSU gehen. Das hat er dann doch gemacht nach dem Scheitern der Jamaika-Koalition. Und dann hat man so getan, als sei nun eine Fortsetzung der Großen Koalition alternativlos. Das ist sie nicht. Mhm. Ich habe Verständnis dafür, dass die beiden Volksparteien, die ja seit Jahren in einer Erosion, in einem Erosionsprozess sich befinden, vor Neuwahlen zurückscheuen. Aber man hätte die Schwachstellen unserer Demokratie, und darüber kann man sehr grundsätzlich reden, sehr gut behandeln können, wenn man gewagt hätte, eine Minderheitsregierung zu machen. Mhm. Das wollte aber Frau Merkel nicht. Ja, das wollte sie nicht. Das ist ein Fehler. Es war ihr größter Fehler, dass sie Nein gesagt hat von Anfang an zu einer Minderheitsregierung. Eine Minderheitsregierung hätte das Herz der Demokratie aus der Übermacht der Parteien zurückversetzt in den Bundestag. Man hätte dort, man hat es ja vor kurzem auch schon mal probiert, Beispiel Ehe für alle, man hätte die wichtigen großen Fragen dieser Nation durchaus ohne eine feste Regierung behandeln und entscheiden können. Es ist ein Fehler zu sagen, dieses Land braucht eine Regierung. Ja, sie braucht eine Regierung, aber sie braucht nicht eine Regierung, die unbedingt eine Mehrheit im Bundestag hat. Man kann auch mit wechselnden Mehrheiten vernünftige Sachen machen. Dass man das überhaupt nicht probiert hat, ist eine Schwäche von Frau Merkel. Denn das hätte bedeutet, um Inhalte kämpfen und nicht nur mit der Autorität eines Amtes die Sachen zu behandeln. Frau Merkel ist in der Kritik wie selten die Bundeskanzlerin. Was hat sie denn in den letzten Wochen falsch gemacht? Ihre Stärke galt Verhandlungsgeschick. Nun hat sie gezeigt, dass sie sich über den Tisch ziehen lässt. Ihr Ruf als die mächtigste Politikerin der westlichen Welt, den ist sie auch los. Es gibt den normalen Verschleiß. Kein Politiker dieser Welt sollte 4 Legislaturperioden lang an der Spitze einer Regierung stehen. Ich halte das für eine Grundsatzfrage. Hat man bei Adenauer gesehen, dass das nicht ging. Das hat man bei Kohl gesehen. Der hatte noch das Glück, dass er 2x2 Legislaturperioden in 2 verschiedenen Ländern im Grunde genommen hatte. Da war dazwischen noch ein Sonderfaktor, der sich nicht wiederholen wird. Also 4-mal dieselbe Person, das kann nicht funktionieren. Solange sie gewählt wird, ist das doch demokratisch. Es ist demokratisch, aber es ist nicht gut, weil es gibt Verschleiß. Und dann gibt es eben die Methode Merkel. Ich würde es Merkelismus nennen. Ich habe es vorher schon mal so angedeutet. Es ist eine Entpolitisierung. Da wird
kein Diskurs gemacht. Da wird nicht über die wirklich großen Fragen dieser Republik gestritten. Und dann plötzlich wird aus einer Stimmung heraus entschieden. Energiepolitik, ich bin auch für die Energiewende, aber die hätte man ja vorbereiten müssen. Das war ja ein schwieriges Managementproblem. Das ist nicht gemacht worden, da hat man gewartet, bis in Japan ein Unglück passiert und dann war plötzlich von heute auf morgen in Deutschland alles anders. Diese Methode haben die Deutschen Frau Merkel abgenommen bis zu dem Tag, an dem sie den Kontrollverlust an den Grenzen erzeugt hat. Auch aus einer Stimmung heraus, aus einer Willkommenskulturstimmung heraus, über die ich mich nicht lustig machen will. Mhm. Denn das Hauptproblem ist ja nicht eine Obergrenze, wie viele Leute kommen hier rein, sondern die Frage ist, da kennen Sie sich besser aus als ich, was macht man mit den Leuten, die hierher kommen? Wo ist die Obergrenze der Akzeptanz? Ja, was ist dieser Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, zuzumuten? Was ist zumutbar? Das muss man argumentieren. Dafür braucht man einen Diskurs. Dafür braucht man eine große, breite gesellschaftliche Diskussion. Hat Frau Merkel nicht gemacht. Sie hat einfach an einem Tag beschlossen, die Grenzen sind auf. Und das hat in Deutschland etwas verursacht, was über Jahrzehnte noch Nachwirkungen haben wird. Auch 200.000 diese Obergrenze jetzt im Koalitionsvertrag, die keine Obergrenze ist. Die Frage, die ich ja gestellt habe. Ich wollte nur das als Beispiel nehmen. Ja. Man wird sagen, wenn Frau Merkel in Pension geht, wird man sagen, sie hat ihre Partei beschädigt, sie hat dieses Land langfristig beschädigt und Europa hat sie auch noch kaputt gemacht. Inwiefern hat sie die Partei beschädigt? Oder das Land? Das Wichtige ist erstmal, inwiefern das Land kaputt gemacht, ist doch klar. Inwiefern? Weil die Leute, AfD reicht Ihnen nicht das Argument? Natürlich, diese Partei gibt es doch nur, weil Frau Merkel versagt hat. Den Brexit in England gibt es doch nur, weil Frau Merkel sich europafeindlich verhalten hat, weil sie einen deutschen Sonderweg begangen hat, der die Engländer abgeschreckt hat, der im Übrigen auch die Polen, die Ungarn, die Österreicher abschreckt. Frau Merkel hat nur Unheil angerichtet. Es tut mir leid. Ihre Bilanz sieht sehr, sehr, sehr bescheiden. Weitaus wie Frau Merkel hat der Partei geschadet. Das müssen Sie schon erklären. Weil es zum Beispiel keinen systematischen Nachzug von Talenten gibt. Sie hat Talente kaputt gemacht. Jens Spahn ist da. Ja gut, jetzt haben wir einen Jens Spahn, der war mal ein paar Jahre Staatssekretär, aber er hat keine Regierungserfahrung in großen, wichtigen Ministerämtern. Herr Altmaier, Herr Altmaier, ich bitte Sie, das sind doch die Obervasallen von Frau Merkel. Das ist doch nur der engste Klüngel rund um Frau Merkel. Sie hat die innerparteiliche Demokratie ist am Boden. Die Parteitage sind Huldigungsexzesse. Früher gab es mal, selbst beim großen Kohl, gab es Generalsekretäre, die ihre Partei diskussionsfähig gehalten haben, wie Biedenkopf, wie Geißler. Ja, sowas gibt es nicht mehr. Es gibt noch nicht mal der sich jetzt Generalsekretär nennt, der ist noch nicht mal Sekretär. Der ist gar nichts. Also die innerparteiliche Demokratie ist in den Jahren da würde ich fast sagen, als Parteivorsitzende war sie noch verheerender denn als Bundeskanzlerin, zunichte gemacht worden. Und darunter leidet die CDU jetzt, weil sie es sehr schwer hat, sich auf die Zeit nach Merkel auch personell schwer hat einzustellen. Also wenn einer sich selbst zum nächsten Kanzler ernennt, wie sie es getan hat, zu Beginn des letzten Wahlkampfs und jetzt nach all diesen Erfahrungen noch mal drauf besteht, dass sie es 4 Jahre machen muss, dann weiß man, sie steht für das Weiter-so, sie steht für den Stillstand, sie hat es nicht kapiert. Ah, weiß ich nicht. Wenn ich SPD-Mitglied wäre, würde ich auch mit Nein stimmen. Ich bin für eine, ich darf es mal überspitzt ausdrücken, ich bin für eine Reideologisierung der deutschen Politik. Ich finde das gut, wenn man weiß, wer wo steht.